Willkommen, heißt es auf der Titelseite der Zeit und es folgt ein Porträt einer irakischen Flüchtlingsfamilie in Deutschland. Ganz ehrlich, solange reihenweise Menschen, die deutsche Sprache nicht beherrschen, Kommentarspalten im Internet mit rassistischen Kommentaren vollkotzen, können wir gar nicht genug Titelseiten haben, auf denen Willkommen steht. Seiten Zeit in nur 4,5 Minuten. Und gleich zu Beginn gibt es gute Nachrichten. Wir haben einen neuen Generalbundesanwalt, Peter Frank aus München. Hochkompetent, ja, weil hat noch gar keine Erfahrung in dem Job, war nur wenige Monate der Münchner Generalstaatsanwalt und fiel auf, dadurch, dass er nicht auffiel. Wäre er aufgefallen, hätte er längst die CSU unter die Beobachtung des Verfassungsschutzes stellen müssen. Das Schöne an dieser ganzen Landesverratsaffäre ist ja, wir lernen endlich auch mal unseren Justizminister kennen. Heiko Maas heißt er und so sieht er aus. Gut, zugegeben, ein bisschen verschwommen, gezeichnet in etwa so, wie ihn auch die Wähler kennen. Heiko Maas ist der Mann, der Harald Range, den bisherigen Generalbundesanwalt, vor die Tür gesetzt hat. Hallo, Range, das ist doch ein Bauernopfer, oder? Das ist doch Kanonenfutter. Warum ist Hans-Georg Maaßen eigentlich noch im Amt? Der Chef des Bundesverfassungsschutzes. Wer hat mal wieder von gar nichts Ahnung in der Sache? Natürlich Thomas de Maizière. Das G36-Gewehr unter den Ministern. Gar keine Ahnung. Ich möchte einmal möchte ich eine politische Affäre erleben, in der Thomas de Maizière nicht von nichts gewusst hat. Verschwörungstheorien sind angesagt in diesen Tagen. In einer komplexen Welt sagt man gern den Satz, da steckt doch was dahinter. Das ist das Mantra der Verschwörungstheoretiker. Und es gibt erschreckende Zahlen, vor allem aus Amerika. 75% aller Amerikaner glauben nicht an die Evolution. Und 50% aller Amerikaner glauben, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Liebe Amis, ein Wort unter uns. Bei euch wird bald die Homo-Ehe eingeführt. Und nur damit das gesagt ist, Homosexualität ist ansteckend. Tröpfcheninfektion. Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und einmal die Theorie der Verschwörungstheorie hier liefern. Der Grund, warum die Komplexität der Verschwörungstheorie nicht beschreibbar ist, liegt in einer Verschwörung der Verschwörungsgegner gegen die Verschwörungstheoretiker, was die Verschwörung selbsterhaltend werden lässt. Hier stellt sich der ambitionierte Akademiker sofort die Frage, ist das noch Niklas Luhmann oder doch schon Xavier Naidoo? Apropos Luhmann. Die Bild-Zeitung hat in dieser Woche was Schönes gemacht. Sie hat die Nebeneinkünfte der Bundestagsabgeordneten veröffentlicht. Und die Zeit wäre nicht die Zeit, wenn sie nicht zwischen den großen Buchstaben lesen würde und Dinge rausfinden würde, die kein anderer rausfindet. Hier sehen wir es. Die Bauern im Bundestag kassieren am meisten nebenher. Sie sind die kleinste Berufsgruppe im Bundestag, kriegen aber am meisten mehr als die ganzen Anwälte und Notare. Bundesjustizminister Heiko Maas hat schon angeordnet, ab sofort heißen Anwälte im Bundestag nicht mehr Anwälte, sondern Bauernopfer. Und damit zu den wirklich guten Nachrichten, meine Damen und Herren. Eltern kümmern sich wieder mehr um ihre Kinder. Väter 16 Minuten mehr und Mütter 25 Minuten mehr. Das ist erstaunlich viel. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Zeit für das Verfassen von gemeinsamen Klagen gegen den Mathelehrer da noch gar nicht mitgerechnet ist. Das war's für heute. Beim Zeitraffer, ich gehe jetzt zum Zahnarzt, der braucht nur noch meinen Heil- und Kostenplan, damit er sich seinen ersten Löwen leisten kann. Wenn Ihnen diese Ausgabe des Zeitraffers gefallen hat, dann bitte retweeten Sie, hashtaggen Sie, liken Sie, bis der Webhost kommt. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, kotzen Sie sich gerne aus auf der Facebook-Seite von Til Schweiger. Bis nächste Woche.